Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Top 10 und zwar dieses Mal mit den 10 besten Toon-Karten. Ich habe mich entschieden, wir machen dieses Mal nicht nur Monster, denn es gibt halt auch diverse wichtige Toon-Karten, die keine Monster sind und dementsprechend wäre das sinnlos. Ich habe da aber ein bisschen mit mir gehadert, denn eigentlich ist ja Toon auch eine Monsterart, so wie Empfänger oder Zwilling oder Union. Und deswegen habe ich es eigentlich so machen wollen, aber es macht einfach keinen Sinn. Man muss sagen, dass die meisten Toon-Monster wirklich scheiße sind und nur so eine Handvoll wirklich gut sind. Und dementsprechend kommen auch heute mehr Spell und Traps als Monsterkarten in der Liste vor. Denn ihr wisst vielleicht, dass Toons vor einer Weile Support bekommen haben. Und diese Supportkarten von den Toons sind wirklich unfassbar broken. Also ich habe glaube ich noch nie gesehen, dass ein so schwaches Deckthema so gute Spells und Traps bekommt. Aber trotzdem ist das Deck halt nicht Meta oder so. Denn die ganzen Monster sind halt wirklich keine gute Basis. Beziehungsweise die gesamte Toon-Mechanik. Und dementsprechend ist das Deck balanced, aber es hat halt wirklich erstaunlich gute Spell und Trap Supportkarten. Und wir werden heute ein bisschen darüber reden. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den Platzierungen haltet, die ich heute vergeben werde. Und ob eure Liste anders aussehen würde. Und dann werde ich am Ende des Videos wieder die nächste Liste ankündigen, sodass ihr euch da auch wieder beteiligen könnt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit Platz 10. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes, nostalgisches Thema. Und der 10. Platz geht an die Karte Toon Dunkler Magier. Das ist eine relativ neue Toon-Karte, die vor kurzem erschienen ist. Und die ist wirklich solide. Leider, naja, kostet sie Tribute. Denn es ist ein Stufe 7 Monster und dementsprechend ist die Karte sehr langsam. Zum Preis einer Toon-Karte in der Hand kann man allerdings damit, egal welches Toon-Monster aus dem Deck specialen oder egal welche Toon-Karte suchen in Sachen Spell und Trap. Und das ist halt wirklich geil, weil ihr wisst Bescheid, die meisten Spell und Traps von den Toons sind minimal broken und dementsprechend ist der Effekt natürlich richtig geil. Aber naja, wie gesagt, die Karte ist ziemlich langsam, sie muss auf dem Feld sein, um das zu machen. Und das, naja, schließt die Karte so ein bisschen aus den guten Plays von den Toons. Und dementsprechend nur ein vorsichtiger Platz 10. Ich hätte sogar fast gerne den Toon Cyber Dragon drüber gepickt, denn der ist immerhin guter Beatstick und der wird häufiger gesehen wahrscheinlich als der Toon Dark Magician auf dem Board. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil der Dark Magician schon einen sehr, sehr guten Effekt mit sich bringt. Doch auch das nächste Monster ist ein, naja, Tributmonster und zwar rotäugiger Toon-Drache, ja? Auch dieses klassische Monster hat eine Toon-Variante bekommen vor einer Weile und ich muss sagen, dass der Red-Eyes Toon Dragon besser ist als der Dark Magician, denn man kann mit dieser Karte ohne Probleme ein Toon-Monster von der Hand specialen, ja? Das ist an sich erstmal ein schwächerer Effekt als bei einem Dark Magician, aber erstens muss man dafür keine andere Toon-Karte abwerfen und zweitens kann man den Red-Eyes Toon Dragon wesentlich einfacher beschwören durch die Karte der Schwarze Stein der Legende. Denn es ist nach wie vor eine Red-Eyes-Karte. Auch wenn die Karte theoretisch zum Toon-Deck-Thema gehört, ist es ein Red-Eyes. Und dementsprechend hat man quasi eine Möglichkeit, hier diese Karte zu specialen und somit auch wesentlich konsistenter den Effekt auszulösen als beim Dark Magician, als beim Toon Dark Magician. Und somit, naja, muss ich die Karte drüber picken. Ich denke, dass sie wichtiger ist und sie wird auch sehr gerne gespielt in den Toon Decks und das auch vollkommen zurecht. Jetzt kommen wir allerdings auch schon zu der schwierigsten Platzierung auf der Liste, wie ich finde, und zwar die Karte Kopierkatze. Theoretisch kann man damit fast alles klauen, was der Gegner so hat im Grave. Aber, naja, das hängt halt so ein bisschen vom Gegner ab, ne? Wenn der Gegner nichts Gutes im Grave hat, was ihr benutzen könnt, dann ist die Karte ziemlich tot. Zudem macht sie das Monster, das sie klaut, nicht zu einem Toon-Monster, das heißt, naja, es spielt vielleicht so ein bisschen gegen eure Taktik, beziehungsweise supportet die nicht vernünftig, und dementsprechend ist Kopierkarte so eine kleine Glückskarte. Natürlich wäre das als eine generische Zauberkarte viel zu mächtig, ist klar, und deswegen muss Toon-Welt auf dem Feld liegen, um diesen Effekt auszulösen, aber trotzdem ist sie halt nicht die beste Toon-Karte, und somit ein vorsichtiger Platz 8. Ich denke einfach, dass die Karte nicht so krass ist, vor allem, weil sie leider nicht Toon im Namen hat. Und dementsprechend kann man sie nicht vernünftig raussuchen. Wenn man die Karte im perfekten Moment raussuchen könnte, wäre die Karte richtig nice. Aber so muss ich sie leider ein bisschen dämpfen auf der Liste und deswegen, wie gesagt, nur ein Platz 8, auch wenn der Effekt wirklich krass ist. Doch der 7. Platz geht mal wieder an ein Monster und zwar die Karte Toon-maskierter Hexenmeister. Ich fand es immer random, dass gerade dieses Monster eine Toon-Variante bekommen hat, aber das lag wohl am Anime. Auf jeden Fall ist diese Karte erstaunlich gut, denn man kann damit dafür sorgen, dass man Karten zieht, wenn man damit Kampfschaden macht und ihr wisst Bescheid, der Hexenmeister kann direkt angreifen, weil es halt ein Toon-Monster ist. Und somit kann man mit der Karte Plus machen. Die Sache ist, dieser Effekt ist besser als der Effekt, der gleich kommen wird beim nächsten Monster, aber der Toon-maskierte Hexenmeister hat nur 900 Angriffspunkte und das ist wirklich erbärmlich. Und das ist so ein kleines Problem, muss ich sagen, weil man möchte halt irgendwie Schaden drücken, um dann auch mal langsam für Games zu gehen. Weil diese Monster können bereits in der ersten Runde, wo sie beschworen werden, nicht angreifen. Und Hexenmeister bringt da jetzt nicht gerade den Speed rein, das ist das Problem. Und somit habe ich mich entschieden, diese Karte nicht noch höher zu platzieren, auch wenn man das theoretisch hätte tun können. Denn in meinen Augen sind die Toon-Elfen-Zwillinge einfach ein Stück weit besser.
denn die Thun-Elfen-Zwillinge können Karten des Gegners abwerfen, wenn sie erfolgreich direkt angreifen, was halt ein bisschen schwächer ist, weil es halt eine Random-Karte ist, die vielleicht im Grave des Gegners noch was bringen könnte ihm. Und zudem ist man halt abhängig von der Hand des Gegners, also wenn der Gegner keine Handkarten hat oder wenn er einfach sowieso nichts Gutes in der Hand hat, ist der Effekt halt nicht ganz so geil, wie einfach eine Karte zu ziehen, wie beim maskierten Hexenmeister. Dementsprechend sind halt die Elfenzwillinge nicht ganz so heftig vom Effekt her, aber sie haben 1900 Angriffspunkte und können direkt angreifen. Und genau das braucht dieses Deck extrem dringend. Und dementsprechend möchte ich auf jeden Fall die Elfenzwillinge auf der Liste honorieren. Und das ist auch der Grund, weswegen fast der Cyberdragon noch reingekommen ist, der Thun Cyberdragon, weil der halt 2100 hat. Allerdings kann der auch keinen Rang 4 XC-Plays machen oder so, was ihn nochmal schlechter macht. Und dementsprechend, ich denke, dass die Elfenzwillinge deutlich besser sind als der Cyberdragon, auch wenn sie nicht einfach so aus der Hand gespecialt kommen können. Und naja, das schlägt den Cyberdragon so ein bisschen auf Platz 11 runter, finde ich. Es war ein sehr knappes Rennen. Es ist keine einfache Liste, zumindest auf der unteren Hälfte nicht. Aber jetzt kommen relativ sichere Platzierungen. Der fünfte Platz geht nämlich an die Karte Thunmaske, eine Fallenkarte. Und damit kann man ein beliebiges Thunmonster aus dem Deck specialen, das halt eine kleinere Stufe hat als ein Monster des Gegners. So. Das klingt erstmal ziemlich nice. Wenn der Gegner jetzt allerdings ein Stufe 3 Deck spielt beispielsweise, ist die Thunmaske komplett tot, weil man damit quasi gar nichts holen kann. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Allerdings hat diese Karte Thun im Namen und dementsprechend kann man die Thunmaske jederzeit raussuchen mit einer Karte, die gleich noch kommen wird. Und somit kann man sich die Karte halt nehmen, wenn sie gerade wirklich gut ist. Man kann sie quasi einfach als One-Off spielen und sie wird immer einen guten Job machen. Denn wenn man damit mal einen Thun Red Eye specialen kann oder einen Thun Dark Magician, ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl. Dementsprechend würde ich sagen, hat es die Thunmaske verdient, über den Zwillingen zu stehen, auch wenn ich nicht ganz zufrieden mit dieser Entscheidung bin, zu 100%, aber ich denke, es ist trotzdem eine Platzierung, die man so machen muss. Doch jetzt geht es weiter mit einer richtig krassen Karte, und zwar die Karte Comic Hunt, die man auch nicht raussuchen kann, weil sie nicht Thun im Namen hat, aber das wäre auch vielleicht ein bisschen broken, weil das ist quasi Schnappstahl als Thun-Karte. Und sie macht das gestohlene Monster zum Thun-Monster auch noch, weil es ja sonst nicht unfair genug wäre. Das heißt, das Monster kann direkt angreifen, es gilt als Thun-Monster, profitiert von den Thun-Effekten, von den Schutzeffekten, des Field-Spells, der gleich noch kommen wird und so weiter. Und dementsprechend ist die Comic-Hunt einfach eine unfassbar unfaire Karte. Sie muss auf jeden Fall ganz hoch in die Top-Liste. Allerdings gibt es noch drei Karten, die so lächerlich sind und so wichtig fürs Thema, dass sie halt nicht noch höher platziert werden kann, obwohl sie quasi einer sehr starken verbotenen Karte nachempfunden wurde, nämlich Schnappstahl. Aber naja, es ist halt so, dass dieses Thema eine Menge gute Spell and Traps bekommen hat vor einer Weile. Beispielsweise den Thun Aktenkoffer, und ich muss einfach sagen, diese Karte ist eine der besten Fallenkarten aller Zeiten, aber sie ist halt nicht generisch. Sie ist eine normale Fallenkarte, die dafür sorgt, dass man Monster des Gegners, wenn sie beschworen werden, einfach so ins Deck mischen kann, solange man Thunmonster kontrolliert. Das heißt, man hat den besten Hard Removal überhaupt, der nicht targetet, und das als raussuchbare Fallenkarte, weil die Karte Thun im Namen hat. Und das ist richtig unfair. Also die Karte ist so krass mächtig, wenn ihr sie als Backrow habt, dass ich die Karte auf jeden Fall über dem Pseudo-Schnappstahl setzen wollte, nämlich die Comic Hunt. Und somit ist sie hier Platz 3 geworden. Man kann die beiden Karten vielleicht auch drehen in der Liste, aber ich denke, dass der Thun-Aktenkoffer schon ein gutes Stück besser ist. Vor allem, weil man halt nicht abhängig ist von den Monstern des Gegners. Doch jetzt kommt die Karte, ohne die dieses Deck wirklich gar nichts wäre, und zwar die Karte Thun Königreich. Vor einer Weile gab es ja nur die Thun Welt, das war eine permanente Zauberkarte, aber das Thun Königreich ist ein Field Spell, was so eine verdammt gute Entscheidung war von Konami, denn damit ist die Karte raussuchbar durch Landformen und durch eine Karte, die gleich noch kommen wird. Somit hat man diese Karte eigentlich immer First Turn, und diese Effekte hier sind so gut. Dein Gegner kann Thun-Monster, die du kontrollierst, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Falls ein oder mehr Thun-Monster, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden würden, kannst du stattdessen für jedes der Monster die erste oberste Karte deines Decks verdeckt verbannen, ja? Und um die Karte zu aktivieren, muss man auch nur einfach Karten verdeckt von seinem Deck verbannen, was eigentlich scheißegal ist in diesem Deckthema, wenn nicht gerade die One-Off-Thun-Maske verbannt wird oder so. Und dementsprechend ist die Karte halt einfach nice. Sie schützt quasi eure Thun-Monster komplett, und wenn sie nicht da ist, dann funktioniert das Deck einfach nicht richtig. Dementsprechend sehe ich keinen Grund, absolut gar keinen, die Karte nicht auf den höchsten Platz zu setzen, der möglich ist. Aber, naja, es gibt halt noch eine Karte, die wirklich alles raussuchen kann, und die kommt jetzt. Nämlich das minimale overpowerte Thun-Inhaltsverzeichnis. Die Karte ist tatsächlich schon älter, aber sie ist halt wirklich die beste Suchkarte in ganz Yu-Gi-Oh!, zumindest von ihrer Mechanik her. Und zwar ist sie so gut geschrieben, dass sie sich sogar selbst raussuchen kann. Welche Suchkarte kann das von sich behaupten?
Das ist Deckausdünnung auf höchstem Niveau, ohne Witz. Ich denke mal, dass man diese Karte ohne Diskussion auf Platz 1 setzen muss, denn sie kann so gut wie alle Karten, die wir heute hatten, raussuchen, außer halt die Comic Hunt und die Kopierkatze. Und sie ist halt eine Möglichkeit, selbst den Field Spell rauszusuchen, der das gesamte Spiel macht. Und dementsprechend ist die Karte in diesem Deck sogar besser als Terraforming, was ein bisschen lächerlich ist. Also ich muss sagen, dass Tuninetz-Verzeichnis auf jeden Fall auf Platz 1 sein muss und es ist nun mal, wenn man von der Generischkeit absieht, die beste Suchkarte aller Zeiten. Das war's aber auch schon mit der heutigen Top 10 Liste. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Liste haltet und wie ihr die Karten angeordnet hättet. Und dann würde ich sagen, werde ich jetzt das nächste Thema ankündigen. Und zwar wird das sich drehen um die 10 besten Ritualmonster. Ich hätte diese Liste sehr gerne noch unterteilt in die Stufen der Ritualmonster, allerdings gibt es dafür einfach nicht genug. Zudem gibt es sehr viele Ritualmonster, die einfach gar keine Effekte haben und die komplett rausgefallen werden aus diesen Listen. Dementsprechend macht es keinen Sinn, diese Rituallisten noch aufzusplitten und somit wird es dann beim nächsten Mal eine ultimative Ritual-Top-Liste geben. Wichtig, die Ritual-Zauberkarten haben zwar keinen direkten Einfluss auf die Liste und es kommen auch wieder nur erlaubte TCG-Karten dran, aber Leute, wenn ein Ritualmonster eine gute Ritual-Zauberkarte hat, wird das natürlich auch in die Bewertung mit einfließen, ist ja logisch, denn damit ist ja auch das Ritualmonster an sich quasi mächtiger in irgendeiner Weise. Also bitte vergesst das nicht komplett, also wenn ihr irgendwie die Ritualmonster rankt, um mir zu helfen mit diesem Video, dann lest euch bitte auch die Ritualzauberkarten durch, das macht durchaus Sinn. Ansonsten seht ihr jetzt hier noch mein Endcard, links ist mein Gaming-Kanal, der sich aktuell ziemlich stark mit Pokémon beschäftigt, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos, das obere gefällt euch laut YouTube am besten. Und das untere ist die letzte Top-Liste, die ich gemacht habe, deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.